Hallihallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier in Panama. Ja, ich bin jetzt schon eine Woche von zu Hause weg. Heute ist Dienstag. Ich bin am Dienstag vor einer Woche aus Deutschland geflogen. Wir waren jetzt ja schon in Costa Rica, in Panama. Jetzt gehen wir ab morgen wieder nach Costa Rica zurück. Ja, und heute machen wir auf Panama den Red Frog Beach. Also gibt es rote Frösche und coole Beaches oder zumindest einen coolen Beach. Und da nehme ich euch natürlich mit. Ich sitze jetzt hier wie immer morgens auf unserem Steg. Die Bedi und ich versuchen jeden Morgen den Sonnenaufgang gerade anzuschauen, aber es ist einfach gerade nicht so gutes Wetter, also es ist echt so oft bewölkt, aber macht nichts. Wir sind trotzdem immer wach morgens. Richtig cool, freue ich mich und nehme euch mal mit. Gestern haben wir schon eine Delfintour gemacht und eine Starfish, eine Seesterntour, war auch richtig cool und ja, heute geht es noch zum Red Frog Beach und hier haben wir generell schon so viele Tiere eigentlich gesehen, also es ist schon der Wahnsinn. Auch wir gehen immer abends joggen, da haben wir gestern zwei riesige Krebse gesehen, ohne Witz, die waren wirklich, die waren so groß wie ein Ball und der eine war richtig wie so Mr. Crab, hat so seine Schellen oben gehabt. Jetzt haben wir alle schon Faultiere, sehen wir. Ja, gestern die Delfine, dann die Seesterne, dann hier sind lauter Hunde und Katzen, also und Papagei haben wir gestern gesehen, also ja, ist richtig cool, richtig schön und dann nehme ich euch mal mit heute. Ja, hätten wir das zahlen müssen oder nicht? Keine Ahnung. Vielleicht weiter vorne. Hier steht $5. Heute ist das Wetter leider nicht so gut, aber macht nichts. Danke, ihr seht das. Mini-Frosch, hallo. Süß. Ja, ich habe den ersten Frosch gesehen, nicht den ersten Frosch. So. Welcome to Red Frog Beach. Ich bin gespannt. So, die ersten Eindrücke, wir sind erstmal am Strand entlang gelaufen, es war wenig los noch, aber später, als wir zurück sind, ist es richtig voll gewesen. Ja, das Wetter war ja leider nicht so gut, deswegen war, glaube ich, nichts los, aber der Eindruck ist schon mal sehr gut, also es sieht unglaublich schön aus, sieht aus wie die Karibik. So, wie man die Karibik sich einfach vorstellt. Und dann gab es hier noch so einen Aussichtspunkt oder so einen Weg um einen Berg oder Fels herum. Und plötzlich hat es angefangen zu regnen und wir mussten uns hier unterstellen unter den riesigen Blättern, weil wir ja keinen Regenschirm oder keine Regenjacke dabei hatten. So, wir sind jetzt weitergelaufen auf dem Weg zum Polo Beach. Ja, da hat es wieder angefangen zu regnen, deswegen mussten wir uns jetzt irgendwo unterstellen. So, es hat kurz geregnet, das Wetter ist heute leider nicht so gut. Auch nicht hier auf Frog Island oder Red... Was heißt es? Red Frog Beach? Red Frog Island? Nein, Beach. Die Island heißt Bastille. Bastille Lamento, aber Red Frog Beach. Und jetzt sind wir sehr nass geworden, haben uns aber untergestellt und jetzt geht's weiter. Hoffe mal, es hält.
Und das ist jetzt richtig typisch, das hatten wir die ganze Zeit immer auf unserer Reise. Also einfach so, dass irgendwas mal im Weg liegt. Wow, schaut euch einfach mal diesen Beach an. Also wirklich so schön und türkis. Was sind denn das für Hügel? Da sind nämlich keine Ameisen. Sogar ein Jungle Gym hat es hier einfach. Kuchen schön, die beiden Mädels. Es war auch so schön, weil halt einfach nichts los war. Es war so cool, einfach so Lost Places. So, jetzt ging es auch schon wieder zurück und hier waren lauter Bauplätze for sale. Da habe ich gedacht, das muss ich mal festhalten, wer weiß. Aber Panama ist schon ein bisschen weit weg. Ja, wir sind dann am Wasser zurückgelaufen. Unglaublich, oder? Ist auch die Sonne rausgekommen, der Regen war weg und wunderschön. Wir hatten jetzt so eine schöne Tour zu den Red Frog Beaches. Es war so schön, ich sag's euch. Wirklich, also es war wirklich das einzige Highlight hier auf Panama, auf der Insel. Also wirklich richtig, richtig, richtig schön. Hier gibt es noch einen geilen Strand, der heißt Coco Beach. Hier war auch der Hammer und ja, jetzt sind wir wieder zurück. Er hat eine lustige Heimfahrt. Ja, und jetzt genießen wir noch den restlichen Nachmittag. Letzter Tag noch hier an der Karibik. Kim hat einen Freund. Vor allem der kam einfach her und hat sich direkt hingelegt. Also die sind ja echt irgendwie so zutraulich hier. Der hat ja am Kopf gerochen und dann hat er sich hingelegt. Nicht auf Handschuh. Nee. Auf den Sand nicht. Ja, ganz lustig, unsere Gesellschaft. Kim dachte erst, dass ich sie irgendwie gestreichelt habe oder so oder angestupst habe, dabei war das dann der Hund. Und ja, Abendessen am Wasser, ein Traum. Wir müssen hier noch unseren letzten Abend, unseren letzten Tag festhalten. Aber es ist so schön hier einfach. Es ist so schön und ich bin einfach heute schon eine Woche da. Krass. Genau jetzt ist es eine Woche, also weil ich bin ja abends gekommen. Aber ich habe mich echt gut dran gewöhnt. Ja, heute ist Dienstag. Ich bin abends gelandet, 19 Uhr und wir haben jetzt gleich. Die Zeit ist so schnell vorbei, gell? Voll krass, eine Woche, eins von vier schon. Ich hoffe, dass wir das noch ein bisschen mehr jetzt wertschätzen und genießen. Nee, aber es ist so schön. Also wir haben schon so viel erlebt. Einfach, also jeder Tag ist so schön, so perfekt. Und ich bin eigentlich schon so froh, die Kleine hier wieder zu haben. Ja, das ist echt schön. Wir genießen es jetzt hier noch an unserem Spot, an unserem Steg. Wir müssen einfach heute noch den ganzen Abend das genießen. Ab morgen nur noch Busfahrt und dann sind wir im Inland erstmal von Costa Rica unterwegs. Ja, und dann eine Woche und dann wieder ins Meer. Nicht so viel mehr sehen, außer die Kanäle, halt die Tortuguero, die sind ja auch im Wasser, aber die sind so ein bisschen dreckig. Also, und nicht dreckig, die sind halt dunkel und, weiß nicht, Kanal halt. Ja, das ist halt außenrum. Ist halt schon Bäume. Bäume, Erde. Also theoretisch sind wir dann nochmal am Meer. Aber eigentlich halt eher. Also Dschungel. Nicht so blaues Wasser, so, ja, ihr müsst eher so Dschungel. Ja. Und bei uns spielt heute auch eine Liveband, das ist richtig geil, da gehen wir nachher noch hin und schauen ein bisschen. Jetzt genießen wir es gerade noch. Da hinten sind jetzt auch Segelboote, das ist so schön. Und die leuchten ein.
so gut aus. Wir müssen eigentlich noch kurz die Review von dem heutigen Tag nochmal erzählen. Also es war so lustig. Also der Red Frog Beach war richtig schön, also hat sich richtig gelohnt. Und wir haben leider mit unserem Taxibootfahrer ausgemacht, dass wir nur 3 Stunden auf der Insel sein wollen. Und es war zu wenig. Ja. Es war zu wenig, weil wir sind auf die andere Seite gelaufen, zum Poco Beach. Der war der Wahnsinn, Polo. Der Polo Beach, der war der Wahnsinn, der war ein richtiger Traum. Und dann hatten wir es am Ende richtig stressig, wieder zurückzukommen. Und jetzt erzählt die Melinda die Geschichte, wie es weitergeht. Ja, auf jeden Fall hat unser Taxibootfahrer schon auf uns gewartet und wir waren zu dritt. Und dann sind wir gerade, wollten wir losfahren und dann sind noch so 3 deutsche Jungs gekommen. Und wir haben halt irgendwie gedacht, wir wollen halt unserem Taxibootfahrer ein bisschen mehr Geld einbringen. Haben halt gefragt, ob die auch mitfahren wollen. Weil der war so süß, unser Taxibootfahrer. Der hat uns an unseren Opa erinnert. Ja, und dann hat er halt auch nichts dagegen gehabt. Und dann sind wir halt zu 6 in dem Boot gesetzt. Ja, zu 7 mit dem Taxi. Ja, und dann waren wir aber anscheinend so schwer, alle zusammen, dass wir richtig langsam zurückfahren mussten. Und ich glaube, anstatt 20 Minuten haben wir 40 Minuten gebraucht. Und normalerweise würde ich jetzt so richtig schnell fahren, dass es wirklich schon so richtig so schnell. Und wir sind so gut. Wir haben schon ab und zu einmal ist sogar der Motor. Ich weiß nicht, abgekratzt oder so. Aber überall habe ich dann auch gedacht, oh Scheiße, wir haben keinen Sprit mehr. Das war richtig krass. Also wir sind echt, man musste sich, es war ein Miniboot. Das hatte auch nur so eben 6 Plätze. Und man musste dann, also ich musste mich sogar vorne so hinlehnen, weil unser Boot sonst nach hinten zu viel Gewicht hatte. Und dann ist er eigentlich im Wasser fast gestanden, ist die ganze Wasser reingeschwappt. Deswegen musste ich mich so ganz vorne an die Reling hinlehnen. Und dann sind wir so langsam getuckert, also der hatte einfach zu wenig PS. Und wir haben so lange gebraucht. Ich habe voll den Sonnenbrand bekommen, weil wir dann 40 Minuten auf dem Wasser geschippert sind. Was da irgendwie so lustig ist. Das ist also richtig lustig. Vor allem eigentlich voll schön. So eine Bootstour und alle haben uns überholt. Und da war sogar ein Taxifahrer angehalten und hat gefragt, ob er ein paar Passagiere klauen kann. Weil die haben halt hier übel die Konkurrenz, aber wir haben niemanden hergegeben. No. Und da sind wir echt nach 40 Minuten, ne? Wir haben uns um 14 Uhr mit dem getroffen, wir hatten 5 Minuten Verspätung, sag mal, wir wollen nicht. No, da ist doch niemand. Ach so. Oder wie amor, ich weiß nicht. Oh, thank you, you too. We are beautiful. und dann haben wir uns am Taxi. Achso, ja. Nee, dann kam einer, eben wollte noch Passagiere haben, aber wir haben ihm keine abgegeben. Ja. Und es war richtig lustig. Wir haben einfach ewig gebraucht, aber es war schön und cool. Ich habe jetzt hier noch ein paar Fische beobachtet, weil die so angeleuchtet waren und irgendwie fanden die es voll cool im Licht. Da war hier eine Krabbe, die hat sich irgendwie verirrt oder ein Krebschen und die ganzen Fische sind um die rumgeschwommen. Aber wir haben sie beobachtet. Sie hat es an Rand wieder geschafft, also sie hat überlebt. Also gute Nacht und bis morgen.